So, das kleine Terraner-Raumschiff ist auch schon bereit für einen neuen Tag in Diablo 3, Reaper of Souls. Drücke die V-Taste. Aha. Wenn sie tot sind, sind sie tot. Da brauche ich nicht extra. Oh, Dialogfelder. Reden. Ich möchte mehr über euren Großvater wissen. Er diente König Leoric? Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich lebte zu der Zeit mit meinem Vater in Caldeum. Wir haben gehört, dass mein Großvater bis zum Ende in Tristram blieb und versuchte, Leben zu retten. Keine Ahnung, ob es ihm gelang, aber so ist es eben. Als der Skelettkönig fiel, lag mein Großvater durch eine Schwertwunde tödlich verletzt im Sterben. Er hat die Krone mit in sein versiegeltes Grab genommen, um sie sicher zu verwahren. Man muss stark sein, um sich gegen die Dunkelheit aufzulehnen. Ich bin dankbar für das Opfer eures Großvaters. Okay, mehr gibt's hier nicht. Stufe 3, Stufe 3, das kann ich verkaufen. Das untere, das magische. Und die Sachen hier wahrscheinlich auch. Kann ich irgendwo. Soll ich irgendwas reparieren? Ging ja irgendwo hier. Ah. Das war laut. Gut, öffne das Westtor. Wo ist das Westtor? Wahrscheinlich im Westen. So, auf dem Weg dahin kann ich. Hatte ich die ganzen Bücher schon mitgenommen? Hin und wieder mal tauchen Bücher mit Fetzen von der Hintergrundgeschichte auf. Ich kontrolliere das kurz. Hier noch nichts Neues. Doch! Das ist neu. Leorix Krone. Ohne Sockel. Damit ich sie leichter ausrüsten kann. Verstärkt die Wirkung eines Edelsteins. Viel Geschicklichkeit und Vitalität. Jede Menge. Optimalerweise sollte ich dabei einen Edelstein reinsetzen. Haben die keine Level-Voraussetzungen? Nicht, dass ich da jetzt irgendetwas ganz Großes einsetze und den Gegenstand nicht mehr benutzen kann. Ich habe da ein bisschen Angst. Ich lasse das. Bis ich herausgefunden habe, wie man die Sockel wieder leeren kann. Ich habe ein paar neue Waren, die dir bestimmt gefallen werden. Mir ist zwar jeder einzelne meiner Gegenstände sehr ans Herz gewachsen, aber wenn es sein muss, kann ich mich von ein paar Sachen trennen. Aber nur, wenn es sein muss. So, ein besonderer Gürtel. Lohnt sich nicht. Und ich könnte zu dem Mann mit den. Lea hat die ganze Nacht damit verbracht, mit der Frau des Schmiedes zusammen die Verletzten zu versorgen. Kenn ich schon. Was? Handwerker? Nein. Hier könnte man wahrscheinlich Sachen entsockeln. Kann ich mir vorstellen. Und zwar hier vielleicht. Nein, das ist es nicht. Trans, das ist es nicht, das ist es nicht. Irgendwo wird es sein. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Ich habe eine schöne Krone. Auch wenn da nichts drin ist. Hey, komm her. Ich habe ein paar neue Waren, die du dir Klar, natürlich mache ich auch mal Geschäfte mit zwielichtigeren Gestalten, aber die Ersparnisse kommen dir zugute. Plus 3 Leben. Das sieht doch viel besser aus. Plus 10 Intelligenz. Davon profitiert sie mehr. Plus 3. So. Perfekt. Edelsteine kombinieren.
Schmuck herstellen. Amulette. Nur Stufe 70, das ist ja einfach. Edelstein entfernen. Ah. Werden beim Erzockeln nicht beschädigt. Ich könnte da etwas einsetzen. Ich probiere das mal. Ich weiß nicht einmal, ob ich das brauche. Aber da muss ich sofort zurücklaufen. Ich merke mir das fürs nächste Mal. So. Ich sehe aus ein bisschen wie dieser Typ aus 300, der Buckelige. Der den Schild seines Vaters mitgebracht hatte, um hinterher die Spartaner zu verraten. Hain des Wehklagens. Ich glaube, hier kämpfe ich gegen Bäume, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist die Karte der Umgebung. Drücken Sie die Tab-Taste. Habe ich gemacht. Ja, die sind schon lästig genug, auch auf der normalen Stufe. Dann, die muss ich nicht extra auf schwer haben, die Mitte. Rachsüchtiges Massaker. Wenn ich bedenke, dass ich in Genshin Impact größere Strecken zurücklegen kann, ohne überhaupt einen Gegner zu finden. So, ich habe was gefunden. Bezaubernde Wangapuppe. Als Schild. Hat keine Blockchance, es macht nur mehr Schaden. Aber es... überzeugt mich nicht, nein. Ich denke, ich brauche die Intelligenz mehr. Gürtel, uninteressant. Langdolch, weiß. Gehässige, leichte Armbrust des Gemetzels. Was das angeht, könnte ich vielleicht auch nur die gelben Sachen mitnehmen und nicht die blauen, dass ich die komplett ignoriere, weil ich das Gefühl habe, dass selbst die blauen es nicht wirklich wert sind, angelegt zu werden. Aber das ist wahrscheinlich von Item zu Item unterschiedlich. We didn't start the fire. It was always burning till the earth was turning. Oh! Oh! Das erste galt der Tatsache, dass ich dachte, da wären Gegner. Und da war nur eine Leiche. Aber da tauchten doch noch Gegner auf. Hat mich da ein bisschen überrascht. Massaker. Ach ja, stimmt. Je mehr man tötet, desto mehr Bonus gibt es. Für, ich weiß nicht, Gold, XP, irgendwas war da. Lohnt sich aber nicht. Finde ich. Der Geist seines Lehrlings ist jetzt im ungeformten Land. Ich muss es Patrick Imon sagen. Sie hat eine ungewöhnliche Art zu sagen, dass jemand tot ist. Sie sind im ungeformten Land. Die Geister sind mir wohlgesonnen. Ein Schrein. Ah, erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Ich hab's nicht gelesen, ich hab's mitbekommen. Braucht mehr Zeit. Meine Fähigkeiten werden auf die Probe gestellt. Ja, das glaube ich dir. Ich bin gefangen.
Gefangen sein ist nicht gut. Sie teleportiert sich. Ruhm der Infalim. Machtzügel verleihen dem Helden Ruhm und... keine Ahnung. Verstärken den Effekt. Armschienen des Fokus. Das sieht gut aus. Ich verliere nur Lebensregeneration, aber okay. Und das ist auch schön. Denn ich brauche Intelligenz. Und aus irgendeinem Grund habe ich Blitze im Gesicht. Liegt wahrscheinlich an den ganzen Schreinen hier. Toter Dorfbewohner. Ach, daran haben sie sich gelabt. So, ich habe hier alles. Das sieht so... könnte irgendwas rausgekabelt? Normalerweise ja. Ja, nein, nein, das war mein Trägerschiff. Mein schwerer Kreuzer. Hier kommt euer Tod. Moment, ich muss mein Ohr juckte. Aber ich bin schon erstaunt, dass Spezialgegner selbst auf einfach gut was aushalten können. Also nicht einfach auf normal. Es ist nicht nötig, dass man extra auf schwer geht. Also wird das Spiel wahrscheinlich noch im Verlauf des Spiels herausfordernder. Ah! Irgendwie ist diese Waffe, dieser Angriff hier sehr schwach. Habe ich inzwischen was Neues gelernt? Ja. Seelenernte entzieht Gegnern Lebenskraft, gewährt 3% Intelligenz für jeden getroffenen Gegner. Und es stapelt sich. So, Leichenspinnen kann ich stärker machen, aber... oh, hier geht auch schon inzwischen etwas. Oh, schön. Gut. Sie werden zu Sprungspinnen, die bis zu 25 Meter weit springen. Und mehr Giftschaden machen. Vielleicht sehen sie besser aus. Vielleicht... was macht das hier? Als Giftschaden. Ach, das sind mehr. Das ist wie der Mehrfachangriff der Amazone aus Diablo 1. 2 meine ich. Gut, dann probiere ich das mal. Hier haben wir noch nichts Neues. Fixierend im... die hatte ich doch eigentlich angelegt. Anscheinend hatte ich es nicht übernommen. Seltsam. Oder habe ich nur so und so viele Fähigkeiten und die muss ich aufteilen unter meinen... nein. Aber ich kann das hier schon mal machen. So, Seelenernte. Hier geht nichts. Annehmen. Aha. Sehr kleine Viecher. Gut, Sprungspinnen habe ich ausprobiert.
dann jetzt. Wieso wird sich das jedes Mal... Muss ich das verstehen, dass die Runen jedes Mal zurückgesetzt werden? Woran liegt das? Sehr seltsam. Ah. Ich habe Salvenangriff. Ja, das bringt mehr. Finde den Friedhof. Ich konnte es nicht einmal sehen, aber trotzdem angreifen. Die Hälfte von ihnen war schon außerhalb des Sichtradius. Vom Bildschirm. Mitten ins Herz. Gut, also mit dem Salvenangriff habe ich durchaus Spaß. Gefällt mir mehr als die Spinnen. Euer Untergang ist besiegelt. Das sieht so aus, als gäbe es hier etwas Besonderes, aber... Oh! Zählt das als Besonderes? Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich nicht die ganze Karte aufdecken sollte. Ich probiere mal... Aber ich kann irgendwie nicht sehen, wo mein Ziel ist. Ich bin da wohl ein bisschen verwöhnt durch Spiele wie Genshin Impact. Dass sie mich in Richtung des Ziels führen, mit einem Pfeil zum Beispiel, wie ein Navigationssystem. So, muss ich wahrscheinlich auf die altmodische Art suchen, wo sich das Ziel befindet. Der Friedhof. Ich suche den Friedhof. Wahrscheinlich ist das nicht der Friedhof, sondern der Hain des Wehklagens. Also muss ich aus dem Gebiet hier raus. Die Quintessenz des Ganzen ist halt, dass ich das Spiel unnötig in die Länge ziehen würde, wenn ich es spielen würde, wie ich es normalerweise mache, nämlich indem ich alles aufdecke. Nicht, dass es... Oh, nein, Gegenstände zerstört. Dafür gibt es auch einen Bonus. Interessant. Irgendwas war da. Bewegungsgeschwindigkeit stark erhöht. Ach, da ist mein Ziel. Ich hätte es so mit Tab herausfinden können. So, hier müsste eigentlich irgendwas rauskrabbeln. Hätte ich gedacht. Lass die Grabsteine liegen. Die zu zerstören bringt nicht viel. Einmal aufmachen. Moment. Die sollte ich noch mitnehmen. Ein Wegpunkt. Perfekt. Friedhof der Verlassenen. Wieso gibt es die Anzeige?
Ah, es stackt und dann hat man einen Geschwindigkeitsbonus, je nachdem wie viel man zerstört hat, ich verstehe. Hier geht's nicht weiter. Das Inventar wird langsam voller, aber da gibt es im Moment noch keine Probleme. Das kann ich anlegen. Und das droppen. Nach Leoriks Ernennung zum König brachte er viele Adlige mit sich. Und die wollen natürlich alle, warum auch immer, edle Krypten. Also habe ich mir meine Schaufel geschnappt, weil ich dachte, ich könnte mit ein paar Löchern leichtes Gold verdienen. Ha, die Nachfrage in der Gegend hier ist endlos. Jetzt grabe ich von morgens bis abends. Selbst meine Träume sind voller Erde. Das geht ganz schön auf den Rücken.